Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kochen mit Traudl aus der Zeitschrift Lust auf Genuss, und zwar meine Lieblingsausgabe, die Dezemberausgabe 2014, koche ich euch heute eine Vorspeise. Es gibt den Ziegenkäse mit Honig-Walnusskruste. Zutaten sind ziemlich viel, die erkläre ich euch dann unterm Kochen. Los geht's damit, dass ihr eine Zwiebel schneidet, das habe ich jetzt schon gemacht, und zwar eine rote Zwiebel, die tut's dann, also ich mache über die Hälfte, das ist jetzt eine halbe Zwiebel, weil wir haben bloß zwei, die tut's dann in einen Esslöffel Olivenöl ein bisschen glasig dünsten. Das Ganze tut's jetzt mit zwei Esslöffeln weiße Balsamico ablöschen. Ich tue auch ein bisschen mehr, weil mir wenigstens immer gern essiglastig. Jetzt kommt nochmal Olivenöl dazu. Und zwar 3 Esslöffel. Dann kommt der Teelöffel Dijon-Senf rein. Jetzt tun wir das noch mit ein bisschen Zucker. Und Salz und Pfeffer abschmecken. Vielleicht tue ich noch ein bisschen Essig rein. Was meint ihr? Ein Schlückchen. Okay. Das lassen wir jetzt abkühlen und dann probiere ich es erst. Jetzt dort die Pinienkerne anrösten. 60 Gramm steht in dem Rezept. Also 60 Gramm an den Backerl, also ungefähr die Hälfte. Das reicht schon. Für die Kruste wird eine Scheibe Toastbrot klar geschnitten. Und dazu kommen jetzt 50 Gramm Walnusskerne. Die habe ich jetzt schon im Backerl gekauft, schon gehackt, aber die müssen jetzt noch gemahlen werden. Das mache ich jetzt mit dem Stab und ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, schaut her, ist ganz gut gegangen, ist ganz fein gemahlen. Jetzt muss man 50 Gramm weiche Butter und 2 Esslöffel Honig miteinander verrühren. Und da kommen jetzt unsere Bräseln rein. Und da tun wir gleich ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Und verrühren wir noch ein bisschen. Das kommt jetzt dann auf unseren Ziegenkäse auf und wird dann gegrillt. Für das Pflaumen-Carpaccio tun wir mal den Kern raus aus den Pflaumen. Hoffe, dass das einigermaßen geht. Okay, das haut ja ganz gut hin. Fast. Ein bisschen rausschneiden. Und die schneiden wir jetzt in Scheibchen und verteilen die auf dem Teller. Von unserem Dressing tun wir jetzt so einen Esslöffel zum Rucola-Salat dazu. Und da mal ein bisschen mischen damit. Das habe ich übrigens schon probiert, das ist sehr, sehr gut. Das kommt jetzt über unser Pflaumen-Carpaccio. Da müsst ihr darauf achten, dass die schon schön reif sind, dass die nicht so grünlich schmecken dann. So. Und vom Rest, da sollte man auch noch was drüber träufeln. Jetzt kehren dazu noch unsere Pinienkerne auf.
von unserem Ziegenkäse schneide ein Taler runter. Ich habe überlegt, vielleicht wollen wir zwei sogar. Schauen wir mal. Und auf die kommt jetzt unsere Paste dann auf, unsere Kruste. Die Walnusskruste. So ungefähr 1 cm dick. Ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund so rattern. Das ist jetzt mein Grill, weil ich habe ja das Hauptgericht im Ofen drinnen. Das ist ja nur eine Vorspeise da. Jetzt habe ich den alten Grill von meiner Mama wieder aktivieren müssen. Aber der geht super. So. Also das Ganze muss jetzt im Grill 2 Minuten überbacken werden. Das kann natürlich auch im... Und so schauen die jetzt aus. Toll, gell? Also jetzt müssen wir es aber gleich anrichten. Ausmachen. Und was sagt's dazu? Schaut gut aus, gell? Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns nächstes Mal wieder beim nächsten Kochen mit Traudl. Pfiat euch!